finding all my innocence, body on my, losing all my innocence, body on my. I must be off, and today we're in Halong Bay, Vietnam. Der vietnamesische Name Vien Ha Long bedeutet Buch des untertauchenden Drachen. Der Legende nach hat eine Drache diese einmalige Insellandschaft mit seinem Schwanz geformt. Man könnte fast an Legenden glauben in diesem mystischen Bucht, welche teilweise seit 1994 zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört. Vien Ha Long erreicht man normalerweise auf einen Junker von Seehafen Kai Lan. Nach unserer Erfahrung wollen die Bootsbetreiber die 0815-Tour anbieten. In 5 Stunden haben wir lediglich 2 Stops geschafft. Die Hang Dao Go Höhle, die wir gerade besichtigt haben, und hier der wunderschöne Aussichtspunkt T-Top, der mehr als 400 Stufen über dem Wasser ragt. Von T-Top aus haben wir mehrere moderne Hotelschiffs ersichtet, in denen man mit Sicherheit das 1500 Kilometer Gebiet am besten erforschen kann. Sie werden ganz bestimmt nicht allein sein. Der Rauch und Lärm von den Booten, was auch keine Postkartenmotive sind, stören die Idylle und die Umwelt. Wenn Sie aber erwarten, den romantischen Ort, der auf Postkarten zu sehen ist, werden Sie enttäuscht sein. Halong Bay ist einer der meistbesuchten Touristziele in Vietnam. Mein Fazit? Man braucht mehr als einen Tag, um Halong Bay zu entdecken. Am besten im Frühling oder Herbst, wenn die Preise und Temperaturen verträglich sind. Und ein letzter Tipp, es lohnt sich auch auf jeden Fall, die Route und die Preise der Hotelschiffe zu prüfen.